Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super leckeres Knuspermüsli-Rezept für euch ohne Rosinen. Es ist sehr fruchtig und knusprig und lecker und ganz schnell selber gemacht. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Ich hoffe, dir hat mein Knuspermüsli-Rezept gefallen. Ich habe noch ein paar andere Rezepte, die ich für dich auch hier verlinken werde. Ich liebe Müsli selber zu machen. Immer wenn es zum Ende ist, dann mache ich eine neue Portion und immer wieder liebe ich auch verschiedene neue Geschmäcker auszuprobieren. Ich werde auch weiter mit euch andere Variationen auch teilen, weil ich noch eine Schoko-Variante habe, die ich noch nicht geteilt habe. Und auch wie gesagt, ich kreiere immer wieder neue Variationen, wenn ich dann eine neue Portion mache. Ich liebe selbstgemachte Knuspermüsli, weil man selber entscheiden kann, was da reinkommt. Man weiß, wie viel Zucker da ist und es ist einfach super schnell gemacht und es ist auch viel günstiger als die fertig gekaufte. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht die Daumen nach oben. Und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.